Hallo. Ja, moin, ne? Daumen und so. So. Ich möchte jetzt Krieg führen. Wir machen ganz schön viele Verluste. Wir müssen die Chinesen ausrotten. Nein, das müssen wir natürlich Was nicht. Was ist denn jetzt passiert? In die neue Welt gegangen. Die alte. Mal hören. Oh, die sind noch voll angeschlagen. Ich habe aber da jetzt, weil das ist ja unsere Reparaturinsel, ich habe da jetzt einen zweiten Reparaturkran gebaut. Das ist nicht so unklug. Die ist San Juan Plus Plus. San Juan Plus Plus. Warum ist das ein Zufallsprodukt, weil der Nergorückster wieder seine Finger in meiner Folge haben muss? Das ist die Chorfürst. Haben wir hier auch eine? Nee, ja, kommen wir wieder nicht auf. Kanonen. Wow! Nergorix ist neuerdings ein Wahlasiate. Das ist die Chorfürst. Denn nee, da geht noch nicht. Kann das so gedruckt werden? Wir haben doch keinen Einfluss. Ist das Kunst oder kann das weg? Haben wir begonnen, sie unseren Meister zu nennen. Nur das Billigste. Ist egal, was er macht. Wenn sie mit dem Aufstand. Also dann ist das kacke, oder? Das ist ja alles schweineteuer. Ja, deswegen sage ich, nimm das Billigste. Ja, aber dann nehmen wir wenigstens... Aber Konsumverhalten ist auch nichts. Eigentlich bräuchten wir Knappheit, aber das ist so teuer... Ja, komm. Mein Verlag. War das jetzt schon Zensur oder bloß... Nein! Oder kann das weg? Wer kann es schon sagen? Ist das Kunst oder kann das weg? Komm! Oh, wir können gleich wieder ein neues... Immer nervös, wenn sie Ich finde das voll blöd, dass du Propaganda einzählst. Deine Mutter gibt das nicht mehr lange, so wie es aussieht. Alter, da ist die San Juan Plus Plus, die ja hart am Angreifen ist. Ja, und kommt. Tschüss. Ich hatte da eigentlich drauf geklickt, aber das war dem egal. 500, aber 1000. Alter, jetzt haben wir hier eine Insel gekauft. Schieß auf das Schiff, was gerade im Hafen lag. Der Hafen wird angegriffen. Ja, aber nämlich jetzt der andere Typ da oben. Die Feierlichkeiten sind beendet. So, Kontor, dann hast du jetzt Kontor, davon. Kontor. Ja, komm. Wie sind wir eigentlich militärtechnisch im Vergleich zu ihr aufgestellt? Wahrscheinlich nicht so gut, ne? Guck doch mal nach. Ja, das wollte ich gerade, aber ich habe das Menü nicht gefunden. Nee, nicht so gut. Ja. Ja, suboptimal. Ich glaub, wir sind aber leicht in der Unterzahl, würde ich sagen. Ja. So, jetzt haben wir hier aber Rainer Winkler und da wäre der andere noch gleich nochmal. Die San Juan Plus Plus. Nee, da war noch eine. Rainer Winkler, ja, San Juan Plus Plus und Meinst du, wir können uns schon wieder leisten, ein Schiff zu verlieren, weil dann würde ich jetzt wieder Angriff machen. Ja, wir bauen noch zwei neue gerade irgendwie. Guck mal unten bei Öliver, ob wir schon wieder eine neue produzieren können. Habe ich schon einen Auftrag gegeben. Ah, ja, wo fährst du hin? Da war so ein Schiff, ich dachte, das können wir mal abfangen, aber irgendwie... Abfangen? Da, kann man nicht U-Boote bauen? Nee, nicht 1800. Stand gespeichert. Schieß! Schießen die eigentlich jetzt vorne besser als von der Seite, oder haben die an der Seite auch... Ja, die schießen halt überall hin, die haben halt diese Türme, diese Drehtürme. Haben diese Drehtürme, okay. Können sogar durch ihre eigenen Türme schießen, so geil ist das. Ja, das ist ja sowieso völliger Schwachsinn. Schieß doch einfach mal auf das Ruder von denen. Oder aufs Segel. Schieß doch einfach mal. Schieß doch einfach mal. Ja, gut. Dann halt nicht. Ach, Rainer Winkler, ey. Was ist hier für ein Schiff? Wo ist es denn? Ach, ich hasse das, wenn die Kamera nicht... Du benutzt jetzt diese modernen Schiffe also zum Abfangen und nicht für... Ja, ich dachte, du hast mir gesagt, wir dürfen die noch nicht verlieren, ja? Ja, nee, weil das teuer ist. Oh, hier ist ja noch eins. Das ist ja der Chorfürst. Ich finde, wir müssen jetzt hier mal drauf. Okay. Warte mal, ich habe hier noch irgendwo... Warte, bevor du da drauf gehst. Möchtest du ein Gebet führen, oder was? Wer schießt denn hier schon wieder? Nee, ich will einfach aufschreiben, was alles verloren geht. Ja, also ein Krieg ist halt auch mit Opfern. Das hilft halt nicht. Erstmal schießt dieses Schiff kaputt. Ich möchte aber auch, dass du Bilanz behältst, was ich alles kaputt mache, ja? Ja, wenn ich hier irgendwo mal ein Stück Papier finden würde... Also wir haben schon mal einen Clipper getötet. Und Lopaka. Ich habe übrigens ja vorher auch schon viel mehr noch getötet. Das will ich auch nochmal erwähnt haben. Ach ja, du hast ja schon vier Schiffe minus.
Nee, auch plus. Weil ich habe ja die Schiffe hier klug abgestellt. Nee, erst einmal hier drauf. So, noch so ein Schiff. Das war allerdings zugegebenermaßen nicht das teuerste. Ich lasse jetzt mal die anderen vor. Vielleicht werden die erst angegriffen, weil die sind günstiger. Sieht nicht so aus. Sind aber auch nicht unbedingt günstiger. Doch. Alter! Oh, wo kommt da denn? Der hier könnte auch kurz einmal attackiert werden vielleicht. Naja, ist egal. Sehr gut, du hast kaputt gemacht. Ein Geschütz schon mal. Meanwhile, der Konterangriff des chinesischen Empires. Schick die eine mal weg, damit... Ja, hab ich schon seit 5 Minuten angedrückt, das interessiert die nicht. Dann ist die neue, die Kurfürst. Ja, die wird halt... Die müssen auch Opfer erbracht werden, hab ich ja vor dem Krieg schon gesagt. Sie lebt noch irgendwie. Wie ist da jetzt mal drauf? Das Problem ist, hier kommt gleich ein Schiff von den anderen irgendwo. Naja, wer bist du überhaupt? Die Abkommen. Das ist gar nicht unser Schiff. Ich wäre jetzt das hier mal da drauf, wenn ich jetzt ganz dufte eigentlich. Enden! Hallo! Das interessiert die auch nicht! Also, ich verstehe das manchmal nicht. Also, ich verstehe, dass die jetzt nicht die wendigsten Schiffe sind, aber. Das ist doch ein bisschen lächerlich auch, oder? Oh oh! Das ist auch noch mit dem schönen Kapitän drauf. Der Fähnrich. Fähnrich Fieselschweif. Ja, man muss auch Opfer bringen. Aber hast du hier auch bitte notiert, was ich schon alles zerstört habe? Ein Schiff wurde zerstört. Ja, ja, alles hier notiert. Der Widerstand ihres Feindes wurde. Ja, Erde, Allegorix. So, das war ja nun auch keine kleine Insel, ne? Ja, du hast verloren, wenn ich jetzt richtig mitgekriegt habe. Ein Großschiff, der ist kaputt gemacht. Ein Klipper, ein Kanonenboot, ein Geschütz und eine Insel. Ja, siehste, und hier sind noch mehr, die hier gerade in unser Netz fliegen. Das war, glaube ich, noch einmal das hier. Mittelding, glaube ich. Warum schreibe ich eigentlich ein X hin und ich mache eigentlich einfach eine Strichliste? So. Den schießen die. Achso, da ist immer noch eins. Wo ist. Ich verstehe manchmal diese Kamera immer nicht so. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ach gut, dass ich da zwei Reparaturkräfte hingebaut habe. Ja, das ist tatsächlich eine schlaue Investition von unserem ehemaligen Verteidigungsminister. Das war ein Öltanker, glaube ich. Nee, warte, das ist ja auf der Habenseite. Neue Befehle? So. Dann würde ich doch sagen, ihr seid doch alle noch ganz. Töfte hier, oder? Töfte. Das sieht doch gut aus. Schiff vom Stapel gelaufen. Wir haben da ein neues Depopulöse. Nee, ja, aber doch, wir haben ein ja, neues. Ja, aber nee, nichts. So einen schweren Guster. Also mir macht's halt echt zu schaffen, was wir hier an Geldverlusten hier haben gerade, ne? Ja, aber sobald der Krieg vorbei ist, können wir auch wieder Dampfmaschinen verkaufen. Ja, aber wir haben trotzdem nur teure Schiffe. Ich weiß, es bringt jetzt nicht so viel, aber besser als nix. Besser als nix. Was macht ihr denn schon wieder hier? Na egal. Also die sollten eigentlich... Ja, deshalb fahren die jetzt auch andersrum. Also ich verstehe manchmal dieses System hier nicht. Beschleunigung! Ihr müsst euch hochheilen. Flotte erwartet Befehle. Weiterfahren. Nun, statt zu verhandeln, ach, sie schließen sich der gerechten Sache an. Stillgestanden! Admiral.
Warum bleibt ihr jetzt stehen? Also manchmal frage ich mich ja so Sachen. Bereit zum Einsatz. Was machen denn Sachen? Betrachten Sie es als Vertrauensbeweis. Nein. Warum nicht? Weil das eine Geleitschutzaufgabe war. Ach so, ja gut. Wo Zarok normalerweise immer der Erste ist, der sagt, nein, gib mir nicht. In dem Ton. So. Warum bist du jetzt stehen geblieben? Ich verstehe es manchmal nicht. Diese, wie man hier Sachen hinzufügt, ist einfach so blöd gemacht. Du musst jetzt die Hauptinsel also attackieren. Ja, der hat ja nur noch einen in der alten Welt, oder? Ja. Wie ich das sehe? Die neue Welt hat natürlich auch eins oder zwei. Ja, aber das jetzt erstmal. Dusch. Das Dusch! So, bitte auf die, ne? Auf die Liste kommt, jawohl. Was ist denn hier eigentlich für eine Sicherung? Nicht so wenig. 1, 2, 3, 4. Aber das ist jetzt nicht schlimmer als gerade die Insel, oder? Fein. In die Takelage! Das einmal mitnehmen. Feuerwerk. Können wir die auch darauf richten, auf die Insel? Da kommt San Juan Plus Plus. Nee, nicht stehen bleiben. Sorry, ich habe mich verklickt. Nicht alle umdrehen jetzt. Wir haben doch keine Zeit. Wo ist denn überhaupt diese... Ich verstehe manchmal nicht, wie man sich über die Karte bewegt, ne? Da sind zwei Schiffe. Alter, wir haben jetzt nur 1,3 Millionen. Wir verbraten so viel Geld. Ja, weil der eine auch irgendwie alle zwei Minuten... das sind jetzt 80.000 Euro, sonst... Nee, das waren nur 20.000. Die haben dann auch schon mitgekriegt, dass wir nicht mehr so viel Geld haben. Das Schlimme ist, dass wir hier... Das ist ja das Schlimme. So günstig, so schlimm war es jetzt auch nicht, muss ich sagen. Das ging. Wir haben doch keine Dampf. Vom Stapel gelaufen. Doch, ist okay. So, ich glaube, ich baue jetzt kein neues Schiff mehr, oder? Das Löwenmäulchen, glaube ich, sollte jetzt erstmal reichen, oder? Ja, wie gesagt, ich führe Liste der Verluste des großen Urix. Ach, warte, ich muss hier mal bei den großen Schiffen. Jetzt erstmal die hier ausschalten, bitte, oder? Die hier ist mir egal, schießt einfach eben drauf. Genau. Die schießen zurück? Ja, lass sie doch. Das ist tot. Bitte auf die Liste. Da kommt direkt das nächste raus. Ja, das habe ich schon im Visier. Das ist jetzt die Blockade von Skarsbark. Bitte auf die Liste. Der ist doch schon tot. Ja, man kann ja nochmal drauf schießen. So, jetzt kommt jetzt der Angriff des Hafens. Scheinbar ja. Hatte ich jetzt gehofft, aber irgendwie fangen sie noch nicht so richtig an. Hallo, ihr sollt darauf schießen. Wir machen den Keider kaputt. Ist gut. Warum schießt die darauf? Schießt doch auf das Ding, was schießt. Hallo! Ich verstehe es manchmal echt nicht. Die Seezunge hat zusätzliche Kanonen dabei. Ja, ich weiß, die habe ich aufgehoben. Ja, das ist sogar sinnvoll, wo er drauf schießt, ausnahmsweise mal. Ich bin überrascht, aber... Hier ist noch ein Schiff, was einfach rumsteht. Das ist die Chorfürst. Fahr weg! Ja, das fährt doch schon weg. Fährt leider hier gleich ein Schiff in die Arme. Ja, aber dann ist hier Marquis von O2. Was ist das? Das hier ist das, ne? Kanon. Hallo! Ja, er macht das ist so weit des Todes. Das ist, wenn der jetzt einer einschlägt, ne? Fahr doch jetzt weg mit dem einen! Ja, er ist auf mich! Ich kann nicht mehr machen. Ist gleich weg. Bald. Also, Ja, ich denke, das wird sterben.
schießen auch nicht auf das, was ich möchte. Finde ich ein bisschen frech. Ich soll darauf schießen. Auf diesen Kanonenturm. So, wo schießen wir jetzt als nächstes mal drauf? Hier vielleicht? Kommt unsere Verstärkung! Die Churfürst! Der räudige Hund! Ja, die fährt jetzt auch einfach erstmal nach vorne, bevor sie irgendwie mal anfängt zu schießen. Hallo! Jetzt? Nein, du sollst nicht wieder zurückfahren, du solltest doch jetzt hier ausweichen. Mein Gott. Aber du hast dann ein Schiff noch gerettet, ne? Ja. Zwei sogar habe ich gerettet, der eigentlich. Letzte. Ja, der Gorix, der fängt eins jetzt hier an. Eins muss es eigentlich schon, oder ist es das schon? Ja, es kann sein, dass es das noch ist. So, wer schießt denn hier noch? Der da. Nicht die Besucher, Kai. Wir wollen nicht auf Zivilisten schießen. Das ist aber ein Schütz. Er ist ein Naturkorn. Also, ich will ja nichts sagen, aber es sieht nicht so schlecht aus. Nee, aber noch ist nichts gewonnen. Jetzt scheiß doch mal auf das Geld, Mensch. Das mach ich die ganze Zeit. So, was schießt du noch irgendwas? Da. Was kommt denn? Da dir fest kommt an. Wieso? Ja, da in der Mitte, da beim Ex-Kontor, da dir fest. Ja. Nee, die raufen steifen davon, Luft. Achso. Ich kann nicht mehr reden. Dann schießen wir jetzt halt doch auf Zivilisten. Hier sind alle militärischen Sachen zerstört. Das ist ein neues Schiff fertig geworden. Mitten in der ganzen Scheiße hier. Naja, ich schieße trotzdem auf die Hafengebäude. Wir wollen jetzt die Stadt einnehmen. So, ich hoffe, ihr schafft es noch. Ich habe euch eigentlich hier hingeschickt. So war jedenfalls meine Intention. Ob sie es denn jetzt machen, ist eine andere Frage. Die Seezunge. Ja. Hallo? Was den Arno noch so ein bisschen fehlt, ist so ein mobiler Reparaturkran. Den gab es in 1404. Also so ein Schiffsding, was dann repariert hat. Auch, glaube ich, um die drumherum. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber am standhaftesten waren unsere ja, die wurden auch. Ich habe ja versucht, die anderen den Schaden tanken zu lassen, sozusagen. Also am standfestesten waren unsere Bismarcks bisher. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, es hat auch. Das ist definitiv. Ohne die hätten wir das nicht geschafft, da bin ich mir ziemlich sicher. Allein schon. Warum schießt ihr jetzt auf eine Fischerei? Ja, komm, tötet sie. Aber vielleicht lieber hier so drauf schießen. Auf die Werf, bevor da ein neues Schiff rauskommt. Alter, die nimmt auch ganz schön viel Schaden. Also, sie sind doch hier unter der weißen Flagge schon. Hallo. Fehlt mir halt noch ein Leuchtturm. Kings Leuchtturm. Das wollen sie nicht drauf schießen. Ist das vielleicht das, was man zerstören muss? Das darf ich nicht zerstören übrigens. Ach so, weil das aus Verfahren sich die Schiffe. Ja, also ich darf dann nicht draufklicken. Da fahren die nur dann dahin. Das habe ich ja gerade gemacht. Das ist ja ein anderes Zeichen als das hier, ne? Was ist denn hier? Ist da, ach, das Kontor lebt noch so leicht, oder was? Nee, auch nicht. Was ist denn das hier? Du musst die fertig machen. Ja, aber dieses Gebäude, was hier diesen Lebenspunktbalken hat. Der Besucherkai? Ja, die Korallkette. Fürchte ich, hat's hinter sich. Nein! Ja! Ah! Wie ging das? Ist der irgendwo auf Eisberg gefahren? Nee, unsere Flotte steht ja hier. Die hat mal eben gerettet. Was ist denn? Hier ist nichts mehr zum Angreifen. Ich darf nichts mehr angreifen. Sag, siehst du noch irgendwas, was man angreifen könnte? Ja, da hat er einen Besucher, Kai. Nee, kann ich ja nicht. Irgendwas hat er noch Lebenspunkte. Ja, das habe ich doch gerade fünfmal gesagt, aber da hast du nicht drauf geantwortet. Das kann ich nicht draufklicken. Ich kann nirgendwo mehr draufklicken. Ja.
Flotte erwartet Befehle. Ja, habe ich auch schon geguckt. Geht auch nicht. Aber wir können genau da unten, da hast du recht. Das habe ich nicht mehr bedacht. Ah, wir sind auf... Meine Maus. Oh, sorry. Ich das ist meine Folge. Mein Krieg. Das würde ich so nicht sagen. Mein Zuhause. Da musst du jetzt aber auch nochmal aufpassen, weil die können sich noch wehren, die Dinger da unten. Ja, ich weiß. Du bist keiner, der sich die Hände schmutzig macht. Sag sie, während wir hier mitten im Krieg sind. Ich muss mal kurz ein bisschen Mehl aufheben. Ja, ich versuche den Angriff vorzusetzen. Der Gorix muss fahren. Guck mal, hier ist übrigens, kann man nicht cheaten. Weil irgendwas könnte man noch cheaten, habe ich in Erinnerung. Ja, aber bis 2:30 sollten ja wohl da ankommen. Also ich... Ja. Oh, hier steht noch ein Schiff. Was ist denn mit dem da? Wer ist der? Das Löwenmäulchen. Heuwägelchen. Komm. Und süß. Jetzt... Ja, so, jetzt ist auf jeden Fall der Timer wieder resettet. Jetzt kannst du wieder zurückfahren mit dem Ding. Ihr anderen dürft auch anfangen. Hallo. Erstmal kurz, ja, jetzt hier. Bum, 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 bum. Ja, die schweren Gustave, die wollen erstmal nicht. Doch, die schießen doch. Achso, das sind die schweren Gustave. Ja. So. Hier ist irgendwo noch ein Schiff, auf das wir schießen oder so. Das heißt, wir müssen jetzt... Die hat hier jetzt die Insel da unten. Ah, die habe ich gar nicht gesehen. Ich würde da auch nochmal angreifen. Ja, mach ich doch. Ist das überhaupt nicht das nächste Ziel wird dann die nervige, dicke Wobbelmann sein, ne? Ja, wir haben vier Stunden gespielt, macht nix. Hier ist nicht so viel. Wir wollen ja die Olle besiegen. Was ist da gestört hier, sowas? Stillgestanden! Schieß doch mal bitte auf das, was zurückschießen kann, bitte. Guck mal, die reißt Häuser an. Nee, die baut hier eine neue Insel. Auch wie süß. Och, niedlich. Ja, bau da nochmal ein Häuschen drauf. Oh, ist die Insel gleich tot? Nicht hier noch eine Insel, oder? Ja? Auf Gullis 380. Ja, Mimi! Jetzt müsste sie aber doch mal langsam sagen, ey, jetzt ist auch irgendwie gut gewesen. Ich hoffe, du hast das alles notiert. Ja, ja. Auch wieder so Schiffe, die random wieder fallen, ne? Ich habe bisher alles in diesem Kriegsgeschehen notiert. So, ich ziehe jetzt mal mich einmal hier zurück zur Hafen. Ja, und dann ab in die neue Welt, um, ne? Ja. Aber ich muss leider sagen... Ja, 10. In die neue Welt kann ich mich nicht mehr bewegen, Zalrock. Warum? Weil meine Folge vorbei ist. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich schau beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben ist es. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.